Sein Bestseller Über das Sterben erschien vor 3 Jahren. Nun spricht Stefan Bollmann mit dem Palliativmediziner Gian Domenico Borasio über sein neues Buch Selbstbestimmt sterben. Herr Borasio, Ihr Buch Über das Sterben ist ein großer Bestseller. Warum 3 Jahre danach ein neues Buch? Der Impuls kam von der sogenannten Sterbehilfedebatte. Ich hatte den Eindruck, hier wird oft sehr einseitig, sehr emotional und nicht auf der Grundlage der Fakten, die man wissenschaftlich feststellen kann, argumentiert. Und das läuft Gefahr, ein bisschen ins Ideologische abzugleiten. Ich wollte den Menschen, die sich für diese Debatte interessieren, die sich für die Frage der Selbstbestimmung am Lebensende interessieren, eine Reihe von Fakten zur Verfügung stellen und Überlegungen zur Verfügung stellen, anhand derer sie sich eine eigene Meinung bilden können. Selbstbestimmt sterben, der Titel. Lässt sich das übersetzen mit Mein Tod gehört mir? Nein, denn keiner von uns stirbt für sich allein. Wir leben und sterben in einem komplexen Geflecht von Beziehungen, Abhängigkeiten, Wünschen, Nöten, Sorgen, Hoffnungen. Und jeder von uns stirbt so ungefähr, wie er gelebt hat. Das heißt, es ist richtig, was die Philosophen und spirituellen Lehrer sagen: Die Vorbereitung auf das Sterben ist die beste Vorbereitung für das Leben und umgekehrt. Es gibt Menschen, die sind unheilbar krank und überlegen sich, in die Schweiz zu gehen. Was raten Sie ihnen? Viele Menschen, Gesunde wie Kranken, haben Angst vor einer Situation, in der sie unerträglich leiden und keinen Ausweg sehen. Tatsächlich kommen dank der modernen Palliativmedizin nur ganz wenige Menschen wirklich in so eine Situation. Aber es wird immer Menschen geben, auch bei bester Palliativversorgung, die berechtigterweise sagen, das, was mir jetzt noch bevorsteht, möchte ich nicht erleben. Und auch für diese Menschen sollte die Medizin, sollte der Staat eine Antwort haben, die nicht heißt, du kannst ja immer noch in die Schweiz gehen. Sie schreiben in Ihrem Buch, wäre ich von Beruf Pharmalobbyist, dann würde ich viel Geld dafür aufwenden, die Sterbehilfedebatte anzuheizen. Warum? Mit dem zu Ende gehenden Leben lässt sich sehr viel Geld verdienen. Wir reden hier von einer dreistelligen Milliardensumme pro Jahr. Die Sterbehilfedebatte verdeckt den Blick auf die wirklichen Probleme am Lebensende. Und darunter spielt eine besonders große Rolle die ökonomisch motivierte Übertherapie, wo sehr teure Medikamente mit zum Teil zweifelhafter Wirkung eingesetzt werden, weil sich Ärzte schwer tun, den Patienten nichts anzubieten, aber auch weil Patienten händeringend darum bitten. Wir müssen uns fragen, ist wirklich alles sinnvoll, nur weil es machbar ist? Sie fordern in Ihrem Buch eine hörende Medizin. Was verstehen Sie darunter? Darunter verstehe ich eine Medizin, die in der Lage ist, die Nöten, Ängste und Sorgen der Menschen wahrzunehmen und sich danach auszurichten. Und dazu gehört als erste Fähigkeit für den Arzt die Fähigkeit des aktiven Zuhörens. Es ist meine ganz feste Überzeugung, die Medizin der Zukunft wird eine hörende sein oder sie wird nicht sein. Selbstbestimmt sterben, was es bedeutet. Was uns daran hindert, wie wir es erreichen können. Von Gian Domenico Borasio, erschienen im Verlag C.H. Beck.